Und weiter geht's, der Favoriten, diesmal in der Hausergasse 7, dieses Relief mit einem sehr aufgeweckten Kind. Die Buchengasse war früher ein Jagdgebiet und das zeigt dieses Relief an Haus Nummer 30. Wer könnte das wohl sein? Schauen wir mal, was er hier in der Hand hält, den Stephansdom. Und wer ist es? Auflösung folgt, Hans Puchsbaum. Und wo wir schon bei den Baumeistern sind, einige Jahrhunderte später, Johann Bernhard Fischer von Erlach mit dem Bau der Karlskirche. Tierisch geht's weiter in der Pernersdorfer Gasse 17, 6 hübsche Mosaike mit Tierdarstellungen. Wer lässt hier wen in Herndlgasse 16 vereidigen? Ganz einfach, Ortsrichter Paul Herndl. Eine nette Bootsfahrt auf der Quellenstraße 99 sehen wir auf diesem Mosaik. In der Puchsbaumgasse 5 bis 7, übrigens auch ein Gemeindebau, haben wir mal diese Stute mit Fohlen und dann diesen Hirten mit zwei Schafen. Tierisch ist auch in der Feichtersleben-Gasse 67, Schrankenberggasse, nämlich dieses hockende Zirkuspferd. Und ob diese junge Schönheit auf dem Zirkuspferd reiten möchte, in jedem Fall steht sie im selben Gemeindebau. Wir sind im Art Haber Park angelangt und da sehen wir eine sehr angeregte Diskussion. Frage, wer von denen ist der Politiker? Der Namensgeber von Park und Platz ist ein gewisser Rudolf von Arthaber. Er war Textilfabrikant und Kunstsammler. Und schon wird's wieder tierisch. Zunächst mal mit diesem Putto mit Schnecke aus der Lebgasse 100, der beim Wettrennen mit diesem Knaben auf dem Wasserbüffel auf der Hausnummer 104 in der Lebgasse wohl den Kürzeren zieht. Am schnellsten ist aber wohl sicher das Pferd aus der Lebgasse 106. Habe ich euch schon erzählt, dass Favoriten ein Arbeiterbezirk ist, also auch in der Reichenbachgasse Ecke Lebgasse ein Relief mit Arbeitern. Na, wenn man da nicht Lust zum Baden gehen bekommt, Klausenburger Straße 21, Figuren am Strand. Schnecke hatten wir doch heute schon mal, aber hier sind es gleich drei. Und zwar in der Klausenburger Straße 23 beim Kindergarten. Pflanzliche Säule nennt sich das Ding. Viel interessanter sind aber die Bilder im Hintergrund, denn da dürften sich einige junge Künstler aus der Schule verewigt haben. Tommy und Annika mit dem kleinen Onkel aus Pippi Langstrumpf? Nein, hat mit den schwedischen Kindern nichts zu tun. Und ist ebenso wie dieses Wandbild an der Rechberggasse 16 bis 20 zu finden. Oh Gott, ist das Greta? Nein, zum Glück nicht. Es ist nur ein junges Mädchen vor dem Haus Klausenburger Straße 32 bis 36. Den Titel dieser Figurengruppe in der Klausenburger Straße 33 erratet ihr nie. Doch, vier Kinder. Beim Zürcher Hof auf der Laxenburger Straße 49 bis 57 finden wir Feldarbeiter. In der Raberbahngasse 1 finden wir dieses Mosaik. Könnte die Sonne mit der Erde rundherum sein? Naja, warum nicht? Und warum die Raberbahngasse so heißt, sieht man auf diesem Relief an der Hausnummer 2. Apropos Bahn,
Auch der neue Hauptbahnhof befindet sich im 10. Bezirk. Und wenn es am Hauptbahnhof mal brennt, die Feuerwehr ist nicht weit, nämlich in der Sonnwendgasse 14. Dieser Betonpfeiler mit Keramikverkleidung in der Pernersdörfer Gasse 60 ist bemerkenswert. Er zeigt uns 4 Tätigkeitsfelder des Lebens. Spielen, lernen, einander helfen und das Leben bejahen. Kleiner Sprung in die Grenzacker Straße Nummer 7. Diese Natursteinplastik zeigt uns ein sitzendes Paar. Ornamente finden wir an der Wand des Hauses Migerka Straße 1. Und im Hof des Gemeindebaus finden wir dieses nette Kälbchen. Raxstraße 6 bis 8 zeigt uns hier einige schöne Reliefs. Und weiter geht's in die Georg-Wilhelm-Papst-Gasse 2 und diese Kunstwerke befinden sich bei einer Schule. Im Hof des Gemeindebaus Laxenburger Straße 94 finden wir dieses männliche Pärchen. Heißen tut's eigentlich figurale Gruppe. In der Gussriegelstraße 51 finden wir die Bronzeplastik Mutter und Kind. Und im selben Gemeindebau diesen Seelöwen. Schaut mal, was der balancieren kann. Dieser Pinguin in der Gussriegelstraße 54 dürfte dem Seelöwen entkommen sein. Dafür wartet er auf die Fische in seinem Becken. Der sogenannte Märchenhof in der Raxstraße 7 bis 19 zeigt einige Darstellungen von Märchen in verschiedensten Arten. In der Otto-Probst-Straße 3 finden wir diese Stele. Und auf Haus Nummer 5 gleich 3 Stelen mit verschiedenen Kopfteilen. Dieses Stück hätte ich ja gar nicht mitgenommen, allerdings stammt diese Pyramide von einem gewissen Gustav Peichel. In der Hanson-Siedlung Nord, Saliger Gasse 8, hat sich dieses junge Paar getroffen. Und gleich daneben auf Haus Nummer 6 gibt's diese bunte Ballspielwand aus Beton.
Wer blickt hier so streng, obwohl er gar nicht streng war? Der schwedische Politiker Per Albin Hansson, Namensgeber für die rundherum gelegene Per Albin Hansson Siedlung. Und in dieser Siedlung, genauer in der Felix-Grafik-Gasse 4, finden wir diese Reliefwand Freizeit. An welches Märchen denkt ihr, wenn ihr das seht? Richtig, 1001 Nacht in der Laudergasse 13, und auch die Rückseite ist hier sehr interessant. Schon wieder so ein hohes Drum, aber ich gehe schon wieder auf die normale Ansicht. Das Ding nennt sich Komposition, stammt aber sicher nicht von Mozart. Und jetzt bitte ran an die Fantasie, heißen tut das Ding in der Wenstadtgasse 3 Figur. Auch noch in der Hansson-Siedlung Arnold-Holm-Gasse 1 diese Liegende. Und mit dieser Skulptur namens Pression-Repression verabschieden wir uns aus der Per Albin Hansson-Siedlung. Sie steht in der Franz-Kotschi-Straße 6. In der Oberlahr-Straße 87 finden wir diesen Kunststeinbrunnen mit Mosaiken. Und damit sind wir schon am Oberlaher Platz. Der Blick von der Kirche hinunter zum heiligen Nepomuk und daneben das Kriegerdenkmal. Verabschieden möchte ich mich mit einer der ältesten Kirchen Wiens, vielleicht sogar die älteste, zumindest von den Resten, nämlich die Unterlaher Johanneskirche. Ja, so ganz verabschieden war es ja doch noch nicht, denn einen der tierischen Bewohner der Favoritener Gemeindebauten habe ich noch für euch, diesen Feldhamster. So, aber jetzt nichts wie weg und nach Hause.